Hallöchen, Puppelchen, und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Hacknet. Und ja, in den letzten drei Folgen waren wir richtig aktiv, haben richtig geile Aufgaben gemacht und ich finde, das Spiel fühlt sich so super. Es fühlt sich nicht real an, aber es fühlt sich an, als würde man echte Dinge tun. Weißt du, wie ich meine? Es fühlt sich nicht an, als wäre es reales Leben oder so, das ist ja Quatsch. Aber es fühlt sich an, als würde man das wirklich so machen, wenn man hacken würde. Das ist total irre, also ist irgendwie geil. Und wir haben jetzt wieder vor, einen neuen Auftrag anzunehmen, die Kaguya Trials. Hinweis, diese Aufgabe bildet den Anfang einer Sequenz, von der CSEC-Admins glauben, dass sie ungewöhnlich lange dauern. Ach so, das hatten wir vorhin schon, ne? Okay, deswegen blinkt das auch schon wieder so. So. Einem alten Hund einen neuen Trick beibringen. Ein potenzieller Freund braucht einen neuen Abschluss. Annehmen. Das machen wir. Es ist immer gut, Freunde in Sicherheitsfirmen zu haben. Besonders, wenn diese keine Ahnung von IT-Sicherheit haben. Einen solchen potenziellen Freund haben wir vor kurzem kontaktiert. Er will... und wir sollen uns... unser Können unter Beweis stellen, bevor er mitmacht. Wir wollen ihm einen neuen Abschluss bei der Uni von Manchester verschaffen. Freunde, abonnieren, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Für euch nur ein kleiner Klick. Mir hilft es ganz dolle weiter. Ich bedanke mich ganz, ganz dolle. Vielen, vielen Dank. Oh, der ist so komisch aus bei euch. Ah, ich wollte gerade sagen. Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser bei euch, ne? Machen wir mal so. Ja. Boah, nicht, dass es die ganze Zeit so laut war. So, ich habe mal schnell nachgeguckt. Alles in Ordnung. Passt. Wir wollen ihm einen neuen Abschluss in der Uni von Manchester beschaffen. Name John Stalvern, Master in... Ja, Notiz haben wir, gut. Master in Digital Security, GPA 3.0 oder besser. Beachte, dass die GPA auf einer Skala von 4.0 gut bis 0.0 schlecht basiert. Tja, mach einfach 0.0. Wichtig, achte darauf, deine Spuren zu verwischen. Internationale Organisationen müssen sich auf ihren Ruf verlassen können, dem du schadest. Und wenn sie das herausfinden, werden sie ziemlich ungemütlich werden. Okay, so. Erstmal den Server dazu holen, die Notiz dazu holen. Okay, dann... da rein. Nutzerzugang über uns. Mhm. Gucken wir mal. John Stalvern. Was haben wir denn da aktuell? 3,3. Master Digital Marketing. Okay. Dann gehen wir mal rein. Probe. Entschuldigung. Eine Firewall gefunden. Dann analysen wir die mal. Analyse. Jetzt noch alle vier Ports öffnen. Das wird natürlich spaßig. Team Changer müssen wir mal zumachen, damit wir gleich ein bisschen RAM frei haben. Solve. Was haben wir denn da? Akademik. Dann fangen wir mit dem Webcrawler an auf 80. Den SMTP auf 25. Kein Platz dafür. Dann den FTP auf 21. Dann den SMTP auf 25. Haben wir noch nicht genug Platz. SQL 1433. Ja, weil die können wir wegmachen. Haben aber genug Zeit, also von daher. Portec noch. So, und jetzt sind wir gleich drin. Dann gehen wir einmal raus, wieder rein.
rein. Alles. Schwupp. Haben wir noch was Schönes? Nee. Verzeichnisse ansehen. Aha. Willkommen bei der Internationalen Akademischen Datenbank. Dieser öffentliche Zugangsserver bietet zentralen Zugang zu den akademischen Akten jeder internationalen anerkannten Universität der Welt. Unsere Datenbank wird von den Administratoren dieses sicheren Terminals verwaltet und gewartet, mit zusätzlichen Arbeitskräften von erlesenen und führenden Universitäten, die zu dieser Datenbank beigetragen haben. Sollten wir, ja. Wenn du dich wegen Wartungsarbeiten ausloggst, das Passwort für diesen Server lautet im aktuellen Sicherheitszyklus Tectonic. Ah ja, da haben wir ihn doch. Und wir suchen John Stevens, direkt der Erste. Wie kann man das bearbeiten? Edit? Help. Help? Teilnahmen, Oyus, Sternchen und das Löschen. PS, Kill, CD, MV, verschiebt, benennt, File, Connect. Help 2. Was ist Help 2? Da. Probe, Exe. Disconnect. Cut Filenamen. Zeigt den Inhalt der Datei an. Open CD Tray. Close CD Tray. Reboot. Neustart. Replace. Ersetzt in der ausgewählten Datei den vorhandenen Text mit dem zweiten Parameter. Okay. Replace. Oh Gott. Fallname. Ich mache mir davon einen Screenshot, Alter. Damit ich es weiß, Alter. Damit ich es weiß. So, replace. Entry Cache. Replace. John. Unterstrich. Dalvin. Dateiname. Replace Master in Digital Marketing. Wie war denn das? Woher weiß er denn jetzt, was ich haben will? Dass man hier nicht scrollen kann, ist richtig beknackt. Mann, Mist. Help 2. Jetzt mache ich mir das hier auch nochmal. Ein Screenshot rausholen. Jetzt hat er den ersten Screenshot gelöscht. Was ein Arschloch. Ja, Mann, nee, auf damit. Nein, du sollst den öffnen. Open. Thank you well, my friend. So, jetzt kann ich beides sehen. Ihr nicht, ich kann es sehen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Also, replace. Replace. John. Stalvern. Dann das Target, Master in Digital Marketing? Ne, wir brauchen nur Digital Marketing, ne? Digital Marketing mit Digital Security. Das hat schon mal geklappt. Und dann und dann machen wir 3,3. Was sollen wir denn jetzt verbessern?
Er hat jetzt eine 3,3. 3,3 sollen wir verbessern. Auf 4,0. Hä? 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 Der löscht einfach alles. Was ist das für ein Scheiß? Drei, 4,0. Und hier machen wir, also das habe ich jetzt auch nicht verstanden. 3,3. Aber jetzt da reingehen. Ist geändert. Master in Digital. Das ist nicht richtig. Scheiße. Digital sagen wir, ändern auf Digital Security bitte. Ha! Ach guck mal, man kann es sogar direkt sehen, Alter. Ja, moin! Manchester University, das ist ja richtig. Manchester University. Das haben wir also erledigt. Ich kann meine Fenster hier zumachen. Das kann ich zumachen. Ach, der GPA soll auf 3.0 geändert werden. Höher als 3.0, aber er war ja schon höher als 3.0. Okay. Lock. Haben wir in dem Bin-File noch irgendwas Schönes für mich? Ne? Okay. Dann. Sternchen. Alter, es ist echt kompliziert, aber man muss sich das alles hier oben in der Birne einspeichern. Alles, ne? Erstmal ein sauberes Glas nehmen gleich. Ja, das sieht nicht schön aus. Ich habe ein sauberes Glas hier. So. Zack. Eintrag suchen. Schon. Stylebern, ne? Ist er nicht John? Stylebern. 4. Master in Digital Security. Was, sollten wir das gar nicht ändern? Wir sollten es hinzufügen, ne? Manchester University. Abschluss. Master in Digital Marketing. Und hier hatte er eine 3,3. Jetzt hat er zwei Abschlüsse. Manchester University. Ja. Nichts falsch. Komm mal. Also man kann es so machen. Ich habe es voll alles von Hand geändert. Wie geil bin ich denn drauf? Der bekommt eine 3,8. 3,8. Dann ist es nicht ganz so auffällig. Speichern. Wie behindert, Alter. Man kann halt einfach hier über die Oberfläche machen. Wie geil bin ich denn drauf? Trennen. Ich bin schon cool. Auch erledigt, Bruder. Gratulation! Ihr letzter Klient hat einen Erfolg mitgeteilt. Ja, dankeschön. Was hast du anderes erwartet, mein Freund?
CZEC. Nochmal Auftragsliste. Finde, erstelle ein Entschlüsselungstool. Ich glaube, das ist das Add-on. Warte mal. So ich das gerade so sehe. Hacknet. Gibt es gerade übrigens, nur zur Info, auf Steam 85% billiger für 1,46. Nicht mal 2 Euro das Spiel gerade, Alter. So ein geiles Spiel. Und das Add-on, oder die Add-ons, es gibt mehrere. Ne, das ist das Labyrinth. Ne, Labyrinth heißt das Add-on. Okay, hat damit nichts zu tun. Dann machen wir trotzdem ein Entschlüsselungstool. Ein neues Unternehmen ist mit einer Verschlüsselungssoftware aus dem Boden geschossen und hat mit dieser eine Menge Source Code verschlüsselt, der uns früher frei zugänglich war. Der Algorithmus ist nicht der komplizierteste, den wir je gesehen haben. Es existiert bloß noch keinen Solver dazu. Wie du damit umgehst, ist dir überlassen, solange du einen unserer Dateien entschlüsselst. Okay. Kriegen wir hin. So, da oben müssen wir hin. DEC Solutions hat kürzlich seine neue DEC Encryption Suite vorgestellt. Im Grunde ein Tool zur Datenverschlüsselung. Wir haben eine damit verschlüsselte Datei, die wir uns ansehen wollen. Ich habe dir eine Kopie auf den Crossroads Server, ein ungesicherter Server für den Datenaustausch zwischen C6-Mitgliedern, hochgeladen. Schau nach Encrypted Source DEC. DEC ist übrigens die Dateiendung, die die Encryption Suite erzeugt. Vielleicht willst du dir zunächst DEC Solutions selbst ansehen. DECs Website scheint nicht sonderlich hilfreich, aber vielleicht findest du ja noch etwas, wenn du drin bist. Suche am besten im Netzwerk nach anderen Rechnern. Wenn du die Datei entschlüsselt hast, lad sie bitte auf den CZ-Drop-Server hoch. Warte mal, also Crossroads ist jetzt zum Runterladen. Das ist der Drop-Server, das ist die Website von dem Kunden und das ist meine Mission. Untersuche das Netzwerk von DEC Solutions. Finde einen Weg, DEC-Dateien zu entschlüsseln. Entschlüssel die Datei auf dem Crossroads-Server. Lade die Entschlüsseldatei auf dem CZ-Drop-Server hoch. Okay. Protect your company secrets. Bla bla bla. Seitenansicht verlassen. Psst. Erstmal rein. Firewall. Analyse. Wow. Hauptsache, ihr könnt Sachen verschlüsseln, habt aber nicht mal irgendwie was, wo man getraced wird, gecheckt wird. Solve. ENCRYET. Encrypt. Oh. Dann Webcrawler 80. Und SQL auf 1433. Da sollte aber noch ein Leerzeichen zwischen, sonst wird da nichts. Da haben wir keinen Platz. Weil da oben das Ding im Weg ist. Aber wir haben auch keinen Stress jetzt, also von daher. So, Porthack, damit wir auf den Rechner drauf kommen. Das sieht so cool aus, ne? Unlock. Es sieht so cool aus, wirklich. Ich find's geil. So, dann scannen wir mal. Da ist noch einer drin. Was sagt das Verzeichnis? Oh, da sind viele Sachen drin. New Folder leer. New Folder. Ich habe neulich den Notärzten bei einem Autounfall geholfen. Anschließend hatte ich überall Blut auf dem Shirt und den Arm, als hätte ich 20 Leute mit einer Gabel ermorchelt. Ich bin danach jedenfalls in den Kiosk und hab gesagt, ich brauche Tampons für meine Freundin. Der Kassierer sah ziemlich traumatisiert aus. get late today. Been a month. Needing bit by now. Timmy. Only a few hundred pounds, but... Timmy? Nee, Timmy?
Too much information. Ah. Only a few hundred pounds, but it's better than nothing. Thanks for the info, huh? Damn, I mean paid. I get paid today, damn it. Ah ja. Read me text, haha. Danke. Stuff Memo. Okay. Also wir können die alle nicht lesen, weil die gekryptet sind. Da ist nichts drin. Das ist die Webseite. Okay. Das ist die Webseite. Okay, wir haben aber jetzt noch einen Server dazu. Aber wir werden nachher nochmal auf den hier drauf gehen. Ich mache trotzdem, damit ich es nicht vergesse, immer meine Spuren weg. Wenn ich den Server verlasse. Aua. Oh, Alter, voll den Pickel am Rücken. Das ist eine geile Info, ne? TMI, TMI, TMI. So. Probesystem. Fangen wir mal mit dem ersten an. 21. Dann SSH. 22. SMTP. 25. Immer noch nicht. Ah, der ist groß. Dann haben wir den Web auf 80. Und den SQL auf 1433. Kein Platz hier. Das ist schon geil gemacht, ne? Also auch, dass man so ein bisschen warten muss und Geduld mitbringen muss, finde ich so geil. Wirklich, ich feiere es einfach. Entschuldigung. Nichts mehr im Netzwerk. Verzeichnis. Home. Nice folder. Readme. Thank you for Make Purchase Grocery Simulator 2011. In Grocery. Da ist ein Fehler. Simulator 2015. Auf einmal 2011, 2015. You must take control of the players. You assume role of a hero from here. Alter. Okay. Encrypt DLC ist schon wieder was. Deletreo. Ach, guck mal. Locket. Decryptor. Ich habe eine Kopie davon rumgeschickt, in der Hoffnung, dass die anderen etwas damit anfangen können. Danke und gute Arbeit. David, ich bin in den Code, den uns die Aufsicht, Auftragsentwickler geschickt haben, nochmal gründlich durchgegangen ist, wie soll ich sagen, unsicher, also wirklich unsicher, in einem erschreckenden Ausmaß. Ich habe schnell ein kleines Programm geschrieben, um das zu demonstrieren. Du solltest das Programm und vermutlich auch diese Memo so früh es geht löschen. Um das Programm zu starten, tippe das hier einfach in die Kommandozeile. Die Cipher, Dateiname, oder wenn die Datei mit einem Passwort verschlüsselt ist, die Cipher, Dateiname, Passwort. Vielleicht komme ich lieber gleich vorbei und zeige es dir persönlich. Okay. Die Cipher. Lawsuit. Law. Suit. Sponsor.dc. Na, ich brauche den Decipher. Wo ist der denn? Hat den hier einer? Nee, Decipher-Test. Ich brauche die BAT. Ja, da. SCP. Decipher-Exe.
So, wir können jetzt schön alles durchknackern. So, Locket. Personal Notes. Decipher. Personal Notes. Ach, muss ich die runterladen oder was? Warte mal. Ach so, ich muss hier wieder rein, deswegen. Ah. Aha. So ein Scheiß. Zunächst mal mein Glückwunsch zum Start unserer neuen Encryption Suite. Der Start war ein Riesenerfolg und ich hoffe, dass das neue Marketingmaterial euch genauso aufgeregt stimmt wie mich. Da DEC Solutions langsam, aber sicher in den höheren Ligen aufsteigt, bin ich zu dem Schluss gelangt, dass wir als Firma unsere Maßstäbe höher legen müssen. Deshalb werden bald ein paar neue Regeln in Kraft treten, die, wie ich hoffe, von euch befolgt und geschätzt werden. Die neuen Regelungen werden in Kraft treten, sobald ich sie fertig ausformuliert habe. Bis dahin weitermachen. Habe einen schönen, produktiven Tag. Oh ja. Hier sind die neuen Regeln, die ich vor ein paar Tagen besprochen hatte. Gut durchlesen. Erstens, wichtige interne Daten, Source Code, vertrauliche Memos müssen stets verschlüsselt gespeichert werden. Und welche Software wäre dafür besser geeignet als unsere? Ihr habt die Website gesehen, ihr werdet verstehen, dass dies unsere Firma sicherer, vertrauenswürdiger macht. Ich habe damit bereits angefangen, indem ich meine eigenen Dateien verschlüsselt habe, die besonders wichtig sind. Wichtigen sogar doppelt. Als würde man zwei Kondome benutzen. Wenn das eine reißt, würde man ja noch von dem anderen beschützt. Wenn ihr eure Daten verschlüsselt, solltet ihr eigentlich ohne Passwort auskommen. Wenn ihr aber der Meinung seid, irgendetwas wäre besonders wichtig, legt eure Firmen-ID als Passwort darüber. Zum Beispiel wäre meine wichtigen Dateien mit DLATRU verschlüsselt. Bytes der Encryption Suite müssen stets offline gespeichert werden. Heutzutage kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Wie war das? DLATRU? DLATRU. Huch. Also es ist irre. Es ist so irre, was man hier machen kann und tun kann. Personal Notes. Jetzt haben wir eine zweite Schicht bekommen. Decipher. Personal Notes. Unterstrich Layer 2. DLATRU. Das ist so irre! Alter Schwede, ey, es ist einfach irre geil. Da haben wir die Textdatei. Ich befürchte, Katie ist mir hoffnungslos verfallen. Das ist nicht ihre Schuld. Ich habe mein markantes Gesicht ja auch gesehen. Sieht wirklich atemberaubend gut aus. Ich sollte hier mehr Spiegel aufhängen. Aber es ist wichtig, in dieser Beziehung seine Professionalität zu wahren. Ich schreibe das hier auf, damit ich... Sollte sie mich in einen Ausflug von Neid attackieren, beweisen kann, dass ich absolut unschuldig bin. Okay, Lawsuit Response. Wir lesen das alles, Alter. Das ist wie im Tagebuch schnüffeln. Ich find's grad voll geil. Die Cypher. Dann die Lawsuit. Okay, er will ein Passwort. Dann haben wir wieder DLATRU. Hä? DLATRU. Oh
Warte mal, es gibt hier einen Text zu? Ich befürchte, Katie ist mir hoffnungslos verfallen. Ach, da ist... Hä? Noch eine! Willst du mich verarschen? Der hat ja wirklich alles abgesichert. Vor allem den einfach Locke zu nennen, ist auch geil, ne? Sehr geehrter Herr Latrue, in Anbetracht Ihrer jüngsten E-Mail habe ich die Angelegenheit mit unserer Rechtsabteilung besprochen. Unsere Anwälte haben mir mitgeteilt, dass Ihre Technik des Doppelmoppeln, daher die Anwendung von zwei übereinanderliegenden Kondomen, weit von unseren Anwendungshinweisen abweicht, sodass Sie keine rechtliche Grundlage für eine Klage haben. Wir empfehlen in Zukunft, die Anwendungshinweise zu beachten. Meine besten Grüße an Sie und Ihre 12 Kinder. Jennifer Stem, Durex. Durex, wie die Kondome. Ach, ja, okay. Oh Mann, ey, ich. Hammer. Die Cypher DC. Die Cypher. .DC. Da ist viel zum Entkrypten, ne? Die Cypher. Ah, da war die Echse drin. Okay. Die Cypher. Unterstrich. Die Cypher Memo. Ach, Memo. So. Text bekommen, die Cypher-Memo-Text. David, ich bin den Code, den uns die Aufträge... Ah, lol, Alter. Der ist es. J. Scott hat das geschrieben. Dann die Cypher. Re. Wir werden ja sehen, dass wir hier alles gehackt haben und offen haben. Musst du eigentlich jede Mail mit CEO unterschreiben? Alles. Ah, wir müssen von unten in David. Ich bin den Code, den. Ja, okay. Alles klar, danke nochmal für die Demonstration. Ich habe eine Kopie davon rumgeschickt, in der Hoffnung, dass die anderen etwas damit anfangen können. Danke, gute Arbeit. David Latrue, CEO. Kein Problem. So, dann die Cypher. Encryption. Encryption Base. Mal gucken, was wir da alles haben. Source Code, Ursprungs-IP. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. SCP. Boah, jetzt muss ich ein bisschen das Hören einschalten. Encryption Base 2.cs. Hab ich mal runtergeladen. Kann ich ja auch was machen? Header Message File, das ist wieder funktioniert. Das ist der Source Code davon. Für mich eigentlich unwichtig. Scheißegal. So, dann haben wir die Cypher Test. Schau ich mir auch noch an. Die Cypher unterstrich Test. Und dann haben wir bei Scott alles. Das ist total interessant, Alter. Das ist so interessant, das Spiel. So eine einfache Oberfläche, aber so geil gemacht. Die Cypher Test CS auch. SCP Decipher-Test.cs. Lade ich mir mal runter auf meinen Home-Server. Man weiß ja nie.
Ah, Carrie, die Cypher Access Staff Memo. Das ist das gleiche. New Policies. Testbald. DC Testbald. PDB. Die Cypher. DC. PC. Fangen wir mit dem PD. Dem PDB an. Gucken, was da drin ist. Was ist das? PDB. Und wenn wir jetzt das gleiche machen, testbald.dec. Datei nicht gefunden. Ich dachte einfach, Datei nicht gefunden, weil ich ein D vergessen habe. Oh, geil, ey. Source Code. Testbald bin. Was ist denn DC? SCP. DC. Er lädt das in Home-Ordner, obwohl das eine Bin ist. Ah, ist ja eine Bin, keine Exe. Okay. Okay, Abrams. Notes. Needed in office. Alles klar. Das deciphern wir auch noch. Important. Der hat bestimmt Passwörter drin. Das ist ein Abrams, Alter. So ein... Ganz kurz was gucken. Sekunde, ich muss ganz kurz was beantworten. Wichtig. So, da bin ich wieder. Alles gut. Important Memo. Hey Katie, könntest du mir noch einen Kaffee besorgen? Ich bin um 15 Uhr wieder im Büro. Danke, immer schön verschlüsseln. Ja, moin. Die Cypher, so ein Scheiß. Notes. Mehr Platz hätte, könnte man hinter mir noch einen deciphern. Confidential. Papier. Nachbestellen. Spiegel. Was will der denn mit den ganzen Spiegeln? Okay, decipher. Und dann haben wir noch die needed in... Decipher needed in office. Dann haben wir hier, glaube ich, alles und dann müssen wir uns hier leider erstmal, also ich glaube, das Log, wenn er das jetzt alles aufgenommen hat, was ich hier gemacht habe, dann ich habe beschlossen, hier ein paar Spiegel aufhängen zu lassen, um die Arbeitsmoral zu steigern. Könntest du noch so circa 6 Stück in den Räumen verteilen? Was würden die Büros bestimmt aufpeppen? Okay. Jetzt ist die Frage, pass mal auf, wir haben jetzt die ganzen Needed in Office, TXT, wir müssen die glaube ich wieder löschen. Wir müssen ja unsere Dinger verstecken. Notice.txt und Important Memo.txt.
Okay. RMTC Unterstrich. Punkt bin. RM DC Unterstrich Testbild Unterstrich PDB Punkt PDB. So. Da haben wir voll viel. RM die Cypher Strich Test Test RM Encryption Base 2 CS RM Re Re Memo TXT RM die Cypher Unterstrich Memo TXT und RM die Cypher Punkt Exe. Die hatte er nämlich auch nicht drauf. Und hier unser Lachu RM Love Suit Response Unterstrich Layer 2 DEC. Dann das Umtauschen in TXT. Dann RM Persona, Alter, ey, das ist krass, oder? Unterstrich Layer 2 DEC und dann TXT für Text. So, da haben wir ihn wieder auch auf Standard. Stuff Home. War hier noch? Da ist noch was. Encrypt. Cypher. Decipher. Encrypt. Cypher. Encrypt. Was ist da wohl drin? Tschüss. Das ist wieder nur derselbe Scheiß. RM Encrypt Unterstrich Layer 2 DEC und CS. So, Lock RM Sternchen. Alles löschen. Das dauert jetzt bestimmt. Bei dem, was ich hier alles gemacht habe. Krass, ne? Ting, 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 ting. Aber hier war auch noch was auf dem Webserver, ne? Testbald PDB. Die sind nur verschlüsselt, mehr nicht. Okay. Das sind die Sachen, die wir soeben schon gesehen haben. So, dann sollen wir auf welchen Server? Erstmal können wir jetzt hier rausgehen und uns disconnecten. Dann sollen wir auf den... Oh Gott, Alter, ich sag ja, das ist so unübersichtlicher Quatsch hier. Ne, müssen wir in die E-Mail rein, das tut mir leid. Panzerknacker Crossroads Server, wo ist der? Da oben. Login. Abbrechen. Hä? Ein ungesicherter Server für den Datenaustausch.
ist einfach komplett ungesichert. Boah. So. Ich finde einen Weg, entschlüssel die Datei auf dem Crossroads-Server. Das ist die Encrypt-Source, die hier. SCP Encrypt Source DC. Lock. Sternchen. Jetzt gehen wir auf unseren eigenen Server. Und können mal im Home-Ordner gucken, was wir hier löschen können. RM DC. Test bald bin. RM Secured Mail List DC. Ah, da kommen wir bestimmt auch gleich dran. Seasoning. Part 1 und Part 2 auch. Encryption Base. RM Encryption. Encryption Base RM Decipher Test CS RM Entropy Induction Test. Was ist denn bei MISC drin? Nix, okay. Note, das sind meine. Ah, das sind meine Notes. Tatsächlich, okay, cool. Secured Mail List. Decipher, Secured Mail List, das interessiert mich jetzt. Das ist ja aus einem ganz anderen alten Auftrag. Jetzt interessiert mich, was da drin ist. Haha, Hacker, falsche Liste, verarscht, als ob wir unsere Daten einfach so auf öffentlichen zugänglichen Servern herumliegen lassen. Insbesondere, wenn wir wissen, dass jemand hinter ihnen her ist. Hier noch ein bisschen binärer Datenmüll, um die Dateigröße aufzufüllen. Küsschen, ein echter Sicherheitsexperte. Ah, geil, Alter. Secure Mail List, ey. Das, herrlich. Nice. Ach, geil. So, Decipher Encryption Source. Ach, geil, Alter. Das war echt wieder lustig. Also, die haben da echt ein paar Schmanker eingebaut. Finde ich richtig gut. So, Encrypt Source. Ach, die hatte ich doch schon. Ja, moin. RM Encrypt Source DC. Jetzt gehen wir auf den Jobserver und laden die CS da hoch. So. Upload home slash. Dankeschön. Jetzt können wir auch bei mir wieder das Verzeichnis den löschen. Und das können wir auch löschen. Antworten erledigt. Sehr gut. Das haben wir geschafft. Auftrag abgeschlossen. 70 von 100 sind wir jetzt. Nice. Wirklich nice. Also ich kann immer nur sagen, ey, wir haben jetzt schon 4 Stunden in dem Spiel drin. Es macht einfach Bock ohne Ende und wir haben hier nur so einen ollen Code-Scheiß vor uns. Also es ist schon geil, es macht Laune, es macht Laune und Bock auf mehr. Lasst mir ein bisschen Liebe da, wie gesagt, das Spiel kostet 2 Euro, 2 schlappe Euro auf Steam, haut euch da rein. Lasst ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, euer Mekko.